Wir wurden hier alarmiert zu einem Dachstuhlbrand. Vor Ort bestätigte sich die Lage. Im Eintreffen haben wir sofort das Stichwort erhöht auf Feuer 2, sodass die Ortswehren der Gemeindewehr Pockensee, Seefeld und Redwischfeld mit dazu alarmiert wurden. Zusätzlich haben wir die Kräfte aus Wagendorf, Kreis Segeberg, die sind hier dicht mit dran, und die Feuerwehr Schlammersdorf, sowie das THW, die uns hier Beleuchtung machen, und ASB aufgrund der Witterung, die machen für uns warme Getränke und verpflegen uns hier. Vermutlich aus einer Wohnung ausgegangen, ist eine große Scheune, hier unten wird ein Café betrieben, und in dieser Scheune ist halt im Obergeschoss eine größere Wohnung über mehrere Etagen, und da hat sich das Feuer halt durchgefressen. Schwierigkeit momentan ist, wir kommen nicht richtig an die Flammen ran, weil wir eine Blechdachbedachung haben, sodass jetzt ganz mühselig ist, das Dach zu öffnen mit Einreißhaken. Ein Angriff ist momentan nicht mehr möglich, sodass wir jetzt, wie gesagt, auf den Bagger warten, das weiter aufreißen. Vom Schaden nachher sicherlich wird das ein bisschen größer. Um den Brandschutz weiter zu sichern in Bad Oldesloe, haben wir die Feuerwehr Rheinfeld an der Wache mit einem Löschfahrzeug stehen. Und die Feuerwehr Groß-Hansdorf mit der Drehleiter einem Tanklöschfahrzeug ist auch hier vor Ort. Aufgrund der Größe des Gebäudes braucht man eine zweite Drehleiter. Also sind jetzt circa mit dem Personal an der Wache 120 Leute. In diesem Objekt wohnt eine Familie mit zwei Kindern. Die konnten sich rausretten aus dem Gebäude, sodass wir zum Glück keine Verletzten haben.